Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich gerne mal an einer Büste aus Ton einen Arm ansetzen. Man schneidet sich mit der Modellierschlinge idealerweise solche Platten von dem Ton ab, wie er aus der Packung kommt. Und dazu kann man auch alternativ eine Gitarrenseite nehmen oder einen Fahrradschaltzug. Ich bin hier an einer kleinen Büste, die ich modellieren möchte, und jetzt geht es darum, hier soll eben so ein Arm angesetzt werden, also ungefähr dann so lang, der Unterarm eben. Und da soll hier so ein Balken auf der Schulter tragen dann. Das ist eben so ein Bergmann, so eine mittelalterliche Darstellung, so ein Hauer, und der soll diesen Balken eben haben, um dann seinen Schacht zu stabilisieren. Jetzt geht es mir hier um das Material. Ich habe hier also ganz normal Ton, fein schamottierter Ton. Sehr feine Korngröße, 0,2 mm maximal. Und da werde ich jetzt eben diese Platte nehmen und die werde ich hier so einbiegen, ja, so dass es eben hohl werden kann, weil hier habe ich nämlich schon die Hohlung, das sieht man hier noch. Das Ganze ist eben hohl aufgebaut, der Kopf ist hohl, der Körper ist hohl, die Arme sind weitestgehend hohl, so gut wie das eben geht. Das hängt einfach damit zusammen, wenn man das nämlich brennen möchte, muss das hohl sein. Sobald man da das voll aufbaut und irgendwo Lufteinschlüsse hat, dann kann das platzen, wenn diese eben ja in sich geschlossen sind. Deshalb muss immer ein Kreislauf sein, wo diese Luft zirkulieren kann. Nach unten hin ist es eben auch offen, dass die Luft da rauskommen kann, dass es innen hohl ist. Und das ist eben sehr wichtig zu beachten, wenn man sowas machen möchte mit dem Ton. Wenn man das einmal weiß, ist es dann aber eigentlich relativ einfach, dass man immer daran denkt. Man kann das auch anschließend, ja, wenn man es voll aufgebaut hat, eben aushöhlen und dann wieder zusammensetzen. Und dann muss man das natürlich wieder von außen überarbeiten. Ich habe jetzt hier mal so ein Stück noch abgemacht. Daraus werde ich dann gleich mal den Balken formen können, der ungefähr so lang maximal sein soll. Muss natürlich noch ein bisschen dicker werden, aber auch nicht zu dick. Soll er auch nicht sein. Das kann ich ja immer noch weiter überarbeiten. Auf jeden Fall muss es jetzt erstmal da sein. Das ist noch ein bisschen zu weich, dieser Ton. Aber wenn ich das hier zusammen verbinden möchte, dann ist es sehr empfehlenswert, wenn das noch schön weich ist. So, das Loch hier tue ich ein bisschen weiter aufmachen. Oder ein bisschen sehr viel weiter. Sollte ich merken, dass ich den Ton irgendwie ganz rangedrückt habe, na dann kann ich auch einen Schraubenzieher nehmen oder halt was anderes Dünnes, stech komplett durch bis nach innen, wo ich dann merke, ah, jetzt komme ich ins leere Material, da innen ist es hohl, und habe somit wieder eine Luftzirkulation geschaffen, und außen kann ich das dann ganz einfach wieder zumachen, verschließen, und das sieht man dann nie wieder. So bin ich dann einfach sicher, dass ich da keine Luft irgendwo eingeschlossen habe. Okay, jetzt versuche ich das mal hier so ranzubauen. Aber ich merke, das ist noch zu dick, das Material. Da muss ich noch was runterschneiden. Kann ich also sehr schön mit dieser Modellierschlinge hier auch so eine dünne Fläche mal abarbeiten. Habe das jetzt schön dünn gemacht. Mach das nochmal ganz leicht nass. Versucht eine gute Bindung hinzubekommen. Man muss es in der Regel dann aneinander drücken mit dem Modellierholz, dass das wirklich richtig fest aneinander sitzt. Und das wird jetzt aber auch die schwierigste Sache werden hier mit diesem Arm. Und ich merke schon hier, die Hohlung hinzubekommen, das wird eine richtige Herausforderung. Muss ich mal dieses Modellierholz sogar innen rein stecken. So, sollte die Hohlung nicht gut da sein, dann werde ich dann einfach von hier oben ein paar Luftlöcher reinstechen, dass ich da ein bisschen versuche, die Spannung rauszunehmen, dass das beim Brennen dann nicht platzen kann, falls ich da jetzt Luft eingeschlossen haben sollte. Das kann man ja auch sehr schön verbergen, und das muss ja nur minimal
klein sein am Ende, das Loch, dass einfach nur die Luft entweichen kann und niemals zum Problem wird. So, dann muss ich mir überlegen, wo muss dieser Arm ungefähr hinzeigen? Ich würde eher sagen, so in diese Richtung, dann hier so ungefähr könnte das dann so aussehen. Und jetzt muss ich natürlich abmessen. Und kann hier oben jetzt die Hand formen. Drückt das dann einfach hier zusammen. Und jetzt, ja, also hier ist diese Knöchelkante. Ich denke, man sieht das jetzt halbwegs scharf, hoffe ich. Und habe die Hand jetzt hier. Werde hier hinten beim Gelenk ein bisschen dünner und dann nehme ich einfach mal das Ding, versuche den Abstand noch zu verkürzen und drücke das jetzt hier aneinander. Also das darf voll bleiben im Material. Das ist dünn genug, das wird den Brand so überleben. Muss ich jetzt nicht aushöhlen. Und dann muss ich halt einfach das, was jetzt dann zu viel ist, muss ich dann am Ende wegschneiden. Ja. Vielleicht nehme ich die Hand doch noch weiter hoch. So. Es muss eben gut aneinander immer gedrückt werden, dass es wirklich eine gute Verbindung gibt am Ende. Schneide hier noch was weg, einfach mal kurzerhand. Wahrscheinlich werde ich sogar noch was aufbauen müssen. Da muss ich dann eben weichen Ton nehmen, den ich dann hier wieder gut dran drücken kann. Dass der Balken nicht zu dünn erscheint, dass man den auch zum Bauen verwenden kann. Und das werde ich hier auch gleich mal entfernen müssen. Und man sieht, man kann mit dem Ton eben schön arbeiten. Ist meistens sehr flexibel. Kann sich dadurch sehr toll Modelle eben schaffen. Jetzt muss ich darauf achten, dass auch mein Ellenbogen hier dünn genug ist. Das zusammenbringen. Sollte ich dann zu viel Material haben, kann ich das natürlich auch dann, sobald der Ton etwas angezogen ist und sich dadurch stabilisiert, ne, dass er hart wird, kann ich das dann auch so nochmal ein bisschen kratzen, dadurch detailliert in die Form bringen. So, jetzt habe ich das erstmal grob angelegt und das werde ich jetzt ein bisschen ausarbeiten und dann zeige ich das nochmal. Okay, ich habe das jetzt hier mal schön angesetzt. Wie man sehen kann, ist das jetzt gut hier dran. Ist schon leicht angezogen. So ist jetzt der richtige Zustand erreicht, wo ich das jetzt auch überarbeiten und glätten kann. Und ja, für mich war das jetzt ein Test. Einfach mal die ganze Sache auch zu testen, ob man das so schön ansetzen kann. Und dann werde ich das beim Brennen dann sehen, ob das funktioniert. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, wenn das dann noch weiter getrocknet ist und sich das durch das Trocknen dann auch von dieser Platte löst, das ist ja jetzt so ein bisschen klebrig noch, dieser Ton, also einfach weil er weich ist, dann werde ich dann auch von unten daran kommen später einmal. Und da könnte ich also noch ein bisschen reinarbeiten, ein bisschen rauskratzen, dass ich hier wieder im Arm dann die Holung auch wirklich richtig schön hinbekomme. Ich denke, das ist weitestgehend gelungen, dass es hohl ist und dass da Luft innen zirkulieren kann. Da bin ich erstmal zufrieden, dass das gut geklappt hat. Und ja, ist halt so eine, macht sich eben gut, mit dem Ton hier zu arbeiten bei so einer kleinen Büste. Und da kann man das auch noch aufbauen, schön mit dem Ton und auch alles hohl weitestgehend machen. Okay,
Ja, hat mich gefreut, dass du mit dabei gewesen bist. Du kennst das Ganze, bewerten, teilen und nächste Woche auch wieder einschalten. Hier erscheinen regelmäßig neue Videos. Kannst natürlich auch gerne ein Abo dalassen, worüber ich mich auch sehr freue. Folg mir auch gerne auf Facebook, Instagram, findest du entsprechend unten in den Shownotes unterm Video. Ja, das war mal so meine Vorgehensweise. Ich bin da selber auch noch ein bisschen am Ausprobieren. Mich interessiert diese ganze Thematik mit dem Ton natürlich. Ich weiß, viele tun sich so ein bisschen schwer mit diesem Rumgematsche mit Ton, nenne ich es mal. Aber es ist wirklich sehr lehrreich, sehr hilfreich. Also ich kann euch nur empfehlen, kauft euch mal eine Packung Ton, ist auch überhaupt nicht teuer, unter 10 Euro kriegt ihr da was sehr Gutes und viel mehr sollte das dann eben auch nicht kosten. Zum Beispiel beim Bösener mal vorbeischauen, wenn das bei euch irgendwo in der Nähe ist, dann fahrt da mal hin. Da gibt es viele tolle Sachen bei Bösener, eben Künstlerbedarfshändler. Und da habe ich auch immer meinen Ton gekauft zu einem günstigen, guten Preis. Ja, kauft euch einen Ton, Packung und probiert die ganze Sache mal aus. Und da wünsche ich dir jetzt viel Erfolg dabei, viel gute Erfahrungen und dann bis zur nächsten Woche, bis zum Wiedersehen. Ciao.